Entschuldigen Sie die Eiserkeit. Haben Sie es auch geschrieben am Dienstagabend? Ich war im Stadion, ja. Ja, ich habe gesagt, sehen Sie. Wer im Stadion war, konnte Julian Schuster und Karim Gidé im Block der Freiburger sehen. Die saßen nicht im neutralen Bereich oder so. Wie sehr spricht das auch für die Identifizierung mit dem Verein, die Sie gerade angesprochen haben? Sie haben beide Namen ja eben genannt. Ja, wenn das so, die sind ja so beliebt, wäre ich auch in der Block gehockt. Da kriegst du noch, die haben ja dann noch die gesungen für sie. Haben Sie es gehört? Ich auch. Ich habe es gehört. Ich habe sogar mitgesungen, ja. Jetzt sind wir doch da, sehen Sie. Super. Ich hätte auch mitgesungen, wenn ich oben gewesen wäre, aber ich war unten. Ich habe es erst dann mitgekriegt. Super. Also wenn ich jetzt an der Karim und am Julians an der Stelle gewesen wäre, also mit Verlaub, ich glaube, ich wäre auch nicht auf der Haupttribüne gesessen. Wenn Sie wissen, was ich meine. Es war ein ziemlich guter Ort dort, fand ich. Es war unglaublich, was da für eine Stimmung war und für eine Unterstützung und eine Atmosphäre. Also wir sind ja nicht so nah bei den Fans gehockt und ich hab die ganze Zeit singen gehört und SC und so, obwohl so viele Hamburger da waren. Es war super. Und klar, dass die dort gern sind bei ihren Jungs und unsere Jungs dann unterstützen, ist relativ naheliegend.